Was machen wir denn heute für ein Paket? Wie wär's mit einer kleinen Runde Cat-Eye? So, es ist wieder ein sehr geiles Paket angekommen und zwar befindet sich darin etwas für Cat-Eye, Thermogel und auch noch sehr, sehr geile UV-Lackfarben. Also schauen wir doch mal rein. So, fangen wir doch erstmal mit der Firma an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie ausgesprochen wird. Semilack, Semilack, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Produkte. Ja, was haben wir hier drin? Hier haben wir auf jeden Fall Thermofarben. Thermogel. 1, 2, 3. Ja, das war's. 3 Stück an der Zahl. Reicht doch vollkommen aus. Thermogel ist ein UV-Gel, was die Farbe verändern kann, und zwar unter Hitze. Damals sehr beliebt bei mir im Studio gewesen und im Winter ist das auch immer sehr geil, weil sobald ihr draußen seid und irgendwie Kälte ist, dann hat das Zeug eine andere Farbe, als wenn ihr im Warmen seid, im Büro oder keine Ahnung. Wie gesagt, sehr beliebt damals bei uns. Das wollen wir uns heute mal angucken und mal ausprobieren auf ein paar Tipps. Das kommt schon mal beiseite. So, dann haben wir noch ein paar ganz geile Cat-Eye-Farben. Jawohl, das war's. Mir ist aufgefallen, mir fehlte noch eine ganz wichtige Komponente im letzten Cat-Eye-Video. Wer es nicht gesehen hat, hier gerne mal reingucken, die ich euch da gleich noch zeigen werde. Dafür sind diese Cat-Eye-Farben da. Und ich habe bei der Firma Semilack, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, ob es richtig ist, diese Magnetschablonen, nenne ich sie jetzt einfach mal, gefunden. Und die haben mir gefehlt im letzten Cat-Eye-Video. Da war ich Wortfindungsstörung, habe ich das Gefühl. Und ja, die wollen wir heute auch mal ausprobieren. Und ja, da zeige ich euch direkt nachher mal, wie die so funktionieren und ob die gut sind oder nicht, auf jeden Fall auch. So, die können auch beiseite, genau wie das hier. So, was haben wir noch? Wir haben hier auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4 UV-Gelfarben. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Was wir noch haben, ist hier dieses ja, Pigment, möchte ich mal sagen. Das macht man über die Farben und dann hat man einen ganz geilen Effekt. Werden wir auch gleich noch testen. Können wir auch schon mal beiseite packen. So, als nächstes haben wir hier noch 2 Topcoats. Einmal mit und einmal ohne Spitzschicht. Und noch eine Broschüre. Oh, noch mehr Farben. Ja, cool. Auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Die haben wirklich eine sehr gute Auswahl an Farben. Sehr zu empfehlen. Der hier ist auch noch ganz wichtig. Und zwar ist das ein Magnetstift. Damit könnt ihr dann Magnetfarben beeinflussen. Ja, probieren wir auch gleich mal aus. Und das war's auch im Großen und Ganzen auch schon. Es sei denn, ihr möchtet die Broschüren auch nochmal sehen, die hier drin sind. Aber ich denke nicht. So, weg damit. Unterlage, auch ganz wichtig. Den Tisch nicht einsauen. Aber ich nehme trotzdem zusätzlich nochmal ein bisschen Zeber. So, womit sollen wir denn anfangen? Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem Thermogel an. So, also, Klebepopel ist auch am Start. Und dann gucken wir doch mal, wie gut das Zeug deckt. Vorher immer gerne mal ein bisschen schütteln, bis sich die Pigmente nochmal neu verteilen können. Das Zeug stand jetzt schon ein bisschen länger.
so deckt eigentlich schon mal ganz gut. Und das tun wir dann jetzt mal in die Lampe rein. Machen wir direkt mal den nächsten. Hier geht die Farbe von dem zu dem. Mal gucken. Achso, schütteln. Nicht vergessen. Traumhaft. Und die letzte in der Reihe. Ja. Ja. Das kann dann auch einmal kurz rein. Das Ganze so 120, 130 Sekunden in eine Lampe rein, damit er auch wirklich auf Nummer sicher geht. Und dann werde ich das nochmal drauf lackieren. Generell zu Thermogel gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Ihr könnt damit alles machen, ihr könnt damit French machen, ihr könnt damit tupfen, ihr könnt es komplett auf den Nagel machen. Es ist ganz normal wie Farbgel oder UV-Gel zu sehen. Ihr könnt es auch auf den Naturnagel auftragen, kein Problem. Einfach versiegeln danach und fertig. So, Härtung ist gut gegangen, keine Probleme gehabt. Keine irgendwie feuchten Stellen noch irgendwo. Wunderbar. Das Ganze werde ich dann jetzt auch direkt hier mit der Versiegelung machen. Ich nehme jetzt mal die ohne Schwitzschicht. So, als nächstes werden wir mal die UV-Gelfarben ausprobieren. Auch ganz wichtig. Und dann natürlich auch noch dieses Pigment, was dabei war. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das so aussieht. Fangen wir erstmal hier mit Smooth Beige an. Aus der, wie heißt die, Business Line. Okay, mit zweimal sind wir auch durch. Das ist auf jeden Fall auch was für Franzi. Sehr coole Farbe. Why not? Und dann kommt Tail. Auch sehr geil für den Winter. Okay, das ist ein bisschen Schweinchen. So. Nummer 4 ist Black and Diamond. Tipp. Auch für Schwarz deckt das aber wirklich gut. Heide Witzka. Zweimal auftragen sind wir durch damit. Bei so gut deckenden Farben müsst ihr auf jeden Fall sehr genau die Aushärtungszeiten beachten. Wenn nicht sogar noch ein bisschen länger drin lassen. Vorsichtshalber, falls eure Röhren noch nicht, falls eure Röhren noch ein bisschen älter sind. Denn ansonsten habt ihr Probleme dann, dass das irgendwie abplatzen könnte oder irgendwie sowas. Deshalb auf jeden Fall die Aushärtungszeiten immer schön im Auge behalten und beachten. So, ich werde das Ganze jetzt noch ein zweites Mal auftragen und dann werden wir uns mal diesen Metallic-Effekt anschauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Metallic-Effekt funktioniert oder beziehungsweise wie funktionieren wird das schon, aber wie das aussieht. Auf jeden Fall vorher gut schütteln. Da ist auch eine kleine Kugel drin. Hört man. Damit sich die Pigmente schön verteilen können und dann. Ah, geil. Ja, kommt auch ganz geil. Gucken wir mal, wie das hier drauf aussieht. Auch schick.
So, kommen wir nochmal zu den Cat-Eye-Farben. Cat-Eye-Farben, ihr braucht auf jeden Fall einen dunklen Untergrund, denn Cat-Eye-Farben sind meist sehr transparent. Das heißt, ihr braucht einen vernünftigen Untergrund, um da auch einen schönen Effekt zu sehen. So, wir fangen jetzt erstmal mit dem Stift an. Erstmal den ganz normal auftragen, da braucht ihr nichts Besonderes beachten. So. Und dann einfach, wie gesagt, Millimeter Abstand halten und dann einfach über den Nagel gehen. Könnt ihr jetzt lustige Muster reinmachen. Es war ein schiefes Kreuz, aber man kann es erkennen. Ja, und dann wird das Ganze einfach ausgehärtet, wieder 120 Sekunden, ganz wie ihr es kennt. Und dann kommen wir zu den kleinen, feinen Magnetschablonen. So, dann nehmen wir erstmal das Wellenmuster. Und zwar auch, wie gerade bei dem Stift, Millimeter Abstand halten zum Nagel, dran halten und dann schnell wegziehen. Und schon habt ihr euer Wellenmuster. Und dann als nächstes kommen wir zu den Strichen. Dann möchte ich euch nicht vorenthalten, wie die aussehen. Selbes Prinzip, dran halten, abziehen. Ja, hätte noch ein bisschen länger gekonnt. Dran halten, abziehen, fertig. Könnt ihr natürlich auch schräg dran halten, wie ihr lustig seid. Wo wir gerade bei schräg sind, nehmen wir auch direkt mal die schrägen Striche. So, zum guten Schluss kommt dann dieses, ja, wie soll ich es nennen, Kreuz, Fahnenkreuz, keine Ahnung, zum Einsatz. Auch ein sehr schöner Effekt. Machen wir doch glatt nochmal. Ja, sehr geil. Und das kann dann auch direkt in die Lampe zum Aushärten. So, und das war's dann auch schon mit dem Thema Cat Eye. So, das soll es jetzt auch gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch ein bisschen informiert und Mehrwert geboten. Ich finde diese Magnetschablonen echt geil. Also einfach dran halten und fertig. Also der Rest ist alles immer so kompliziert mit zwei Magneten hin und her halten. Und da hat man schon echt ein schönes Muster. Ja, ansonsten zu Semilack oder Semilack. Schöne Produkte, lassen sich gut verarbeiten, decken gut. Schöne Auswahl, schöne Internetseite. Auf jeden Fall empfehlenswert. Könnt ihr ja mal reinschauen. Links sind alle unten in der Beschreibung drin. Kennt ihr ja das Spielchen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr... Noch einen Schluck. Sekunde. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.